Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es wie jede Woche Donnerstag um die aktuelle GTA Online Eventwoche. Also bleibt am besten wirklich bis zum Ende des Videos dabei, wenn ihr rund um die neue GTA Online Eventwoche nichts verpassen wollt. So, dann würde ich sagen, rede ich auch gar nicht lange drum rum, sondern starte jetzt auch mal. So, und zwar als erstes gibt es ein neues Fahrzeug, und zwar fahre ich den Wagen hier gerade schon. Das ist der Granga 3600 LX. Ist ein SUV und den könnt ihr ab heute bei Susan San Andreas Superauto erwerben. Zu dem Wagen werde ich auch nochmal ein extra Tuning-Video machen, wo ich ihn dann tune und dann halt einmal teste. So, dann kommen wir auch schon zu den Dreifach GTA Don RP diese Woche. Diese Woche gibt es Dreifach GTA Don RP auf den Gegnermodus jede Kugel zählt. Und dann auf alle Radrennen. So, dann gibt es noch Doppelt GTA Don RP auf die auf das Gras Business. Also da gibt es ja vom MOC Club, wenn ihr da Gras verkauft, dann kriegt ihr Doppelt GTA Don RP diese Woche. Und dann gibt es noch auf die Dokumentenfälschung. Wenn ihr die verkauft vom MSC Business, kriegt ihr da auch Doppelt GTA Dollar und RP. So, dann kommen wir jetzt auch schon. Achso, dann gibt es noch Doppelt GTA Dollar und RP auf die MOC Aufträge und da dann noch auf die Herausforderungen. So, dann kommen wir auch schon zum aktuellen Preisfahrzeug, was ihr aktuell im LSK mit gewinnen könnt. Und zwar ist das der Privin. Da blende ich euch hier mal ein Bild vom Wagen ein. Und den kriegt ihr, wenn ihr Top 3 in LSK mitrennen werdet. Und das halt für 3 Tage hintereinander. Also ihr müsst 3 Tage hintereinander Top 3 in ein Rennen werden und dann kriegt ihr den Wagen geschenkt. So, das aktuelle Podiumfahrzeug im Casino, da blende ich euch hier auch mal ein Bild ein. Das ist der T20. So, dann kriegen wir die Twitch Prime Mitglieder 100.000 GTA Dollar geschenkt, wenn sie sich einmal diese Woche in GTA Online einloggen. So, dann kommen wir jetzt auch schon zu den Rabatten. Als erstes die bei Legendaries Motorsport. Da gibt es einmal 30% auf den Anis Juble. Zu den Wagen habe ich auch ein Tuning-Video gemacht, also schaut euch das ruhig an. Dann gibt es auf den Nakazaki Stu Rider, auf die gibt es 50%. Zu dem Bike habe ich auch schon ein Video gemacht. Dann gibt es auf die Hakazaki Drag, auf die gibt es 40%. Zu das Bike habe ich auch schon ein Video gemacht, also schaut euch das ruhig an. Müsst ihr halt immer gucken auf meinem Kanal. Zu den meisten Fahrzeugen habe ich schon ein Tuning-Video gemacht. So, jetzt gibt es noch ein Fahrzeug bei Susan San Andreas Superauto im Angebot. Es gibt auf die Bugatti Vortex, auf die gibt es nochmal 50%. So, dann gibt es noch 2 Fahrzeuge bei Benny im Angebot. Also hier unten auf die beiden Fahrzeuge. Einmal auf den Douglas Voodoo und auf den Albin Benzine. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Da gibt es nochmal 60%, aber nur auf die Custom-Version. Also wenn ihr den Wagen hier kauft oder euch von der Straße holt und dann damit zu Benny reinfahrt, dann spart ihr da 60% auf die Benny Custom-Version. So, dann gibt es auch noch einige Immobilienrabatte. Und zwar gibt es einmal 50% auf alle Grasfarmplantagen. So, dann gibt es noch 50% auf die Dokumentenfälschungsbüros. Und dann da noch auf die Verbesserungen und Upgrades. So, 40% gibt es noch auf die MOC Motorradclubhäuser. Und dann noch 50% auf Turbo-Tuning. Also wenn ihr diese Woche eure Fahrzeuge mit Turbo-Tuning verbessern wollt, dann macht das unbedingt, weil da gibt es echt 50% und das lohnt sich. So, das RC Madito Zeitrennen diese Woche ist hier und das Elektrizitätswerk. Und das ganz normale Zeitrennen diese Woche ist hier und das ist Observatorium. Zu den beiden Zeitrennen, beziehungsweise zu dem normalen Zeitrennen habe ich schon ein Video gemacht. Also schaut euch das ruhig mal an, wenn ihr da Schwierigkeiten habt. Und dann war es das auch schon mit der aktuellen GTA Online Eventwoche. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die aktuelle Eventwoche findet. Ich finde sie jetzt eigentlich ganz solide. Also die Doppelten und Dreifach GTA und HP sind eigentlich echt ganz gut. Vor allen Dingen auf die MOC Business. Da lohnt sich das, wenn ihr da eure Ware verkauft. Und die Rabatte jetzt, die Motorräder,
sind eigentlich ganz cool. Da sind drei Motorräder dabei, die man sich echt holen sollte, wenn man das nötige Geld hat. Und ja, sonst ist die Woche eigentlich echt ganz gut. Aber schreibt mal eure Kommentare, eure Meinung in die Kommentare. Und dann würde ich mich noch mal ein Like freuen, wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA Online verpassen wollt. Dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich auch erstmal wieder raus. Ciao, Leute.